Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger aus Westenhausen und Lindach, sehr geehrter Herr Landrat Wolf, lieber Bürgermeister Herbert Nerb, sehr geehrte Vertreter der Marktgemeinde und der politischen Parteien, es freut uns, dass Sie zu unserer heutigen Informationsveranstaltung gekommen sind. Lange haben wir darauf gewartet, dass der Gefährdungsbericht vorliegt. Jetzt ist er da. Und deshalb haben wir auch unseren Landrat eingeladen, dass er uns darüber berichtet, was die Erkenntnisse nun daraus sind und was nun die nächsten Schritte sind. Wir ziehen alle an einem Strang. Wir wollen, dass die Verschmutzung mit PFC durch den Flugplatz Manching aufhört. Ich darf berichten, dass heute Mittag schon der erste Termin war, wo ich PFC-mäßig unterwegs war. Ich denke, es war wichtig, dass wir auch als Bürgerinitiative nochmal die Möglichkeit hatten, dem Umweltminister unsere Probleme aus erster Hand darzustellen. Und es schien, zumindest war das so meine Erkenntnisse aus der Diskussion, dass man jetzt, nachdem es ja Bagatellregelung für die Bauwasserhaltung gibt, dass man jetzt auch bemüht ist, eine ähnliche Regelung für den Bodenaushub zu machen. Wenn das gelinge, wäre das ein sehr wichtiger und erfolgreicher Schritt. Auch, dass bei uns im Westenhausen Lindach überhaupt wieder vernünftig ein Haus mit dem Keller gebaut werden kann. Zweitens, dass man ein Haus auch mit dem Kanal anschließen kann, weil bisher war das auch ein Problem. Und drittens, dass überhaupt ein neues Baugebiet ausgewiesen werden kann. Bei der Verjährung hat sich gezeigt, das ist auch angesprochen worden, da sind wir als Bürger mehr oder minder auf uns alleine gestellt. Da müssen wir selber dafür sorgen, selber unser Recht auch einklagen. Das wird auch einer der nächsten Schritte sein, die wir als Bürgerinitiative jetzt unternehmen werden, dass wir uns da einen juristischen Beistand holen, um entsprechendes zu veranlassen. Das Wichtigste allen voran ist aber, dass die Sanierung jetzt begonnen wird. Es ist wichtig, dass das Übel endlich an der Wurzel gepackt wird, dass der Zufluss vom PFC in unser Grund- und Oberflächenwasser gestoppt wird. Wir wollen nicht, dass das nochmal 6 Jahre dauert, bis endlich der Bagger anrollt und endlich saniert wird. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Nicht hinhalten und abwarten ist das Gebot der Stunde, sondern handeln. Ja, vielen Dank, Herr Engelder, für die Einladung zu diesem Termin, auch der entsprechenden kommunalen Vertreter. Und was die Verfügung betrifft bezüglich der Hausgärten, es so modellhaft gesehen wird, dass das Ministerium denkt, dieses Modell in ganz Bayern einzusetzen. Ich werde zunächst einmal auf diesen vorliegenden Bericht eingehen und dann, was danach folgen könnte und wie es weitergeht. Ich mache keine guten Zusagen, damit da gute Stimmung ist oder so, und so kümmern wir uns morgen und wir werden uns einsetzen und wir setzen uns da, wir sind bei euch und ihr könnt nichts dafür, und da gibt es ja wunderbare Sätze, die vielleicht die Stimmung beruhigen können. Da haben Sie nichts davon. Ja, sondern Sie wollen, wie schätzen Sie diese Situation ein? Wie geht es weiter? Also ich würde jetzt mal sagen, jetzt warten wir mal die Fachbüros ab, also Wasserwirtschaftsamt, Landesamt für Umwelt, bis der jeder den Bericht gelesen und gewertet hat. Ich habe gesagt, das wird Oktober, der September ist ja auch fast rum. Ich hoffe, dass wir im Oktober noch was kriegen. Ich werde dann natürlich versuchen, Tempo zu machen. Und dann würde ich vorschlagen, so habe ich es jetzt mit Herrn Weichenrieder vorgeschlagen, aber der wird natürlich die Diskussion noch abwarten wollen, dass wir dann nochmal kommen mit den Fachbehörden und dass die sagen, wie Sie jetzt das einschätzen, was in dem Gutachten drin steht. Also Lebensmittelbereich, dann Wasserwirtschaftsbereich und Boden. Dann werden wir natürlich vorher mit der Bundeswehr reden. Und der Bundeswehr werden wir sagen, mit was fängt es jetzt hier an? Was wir nicht brauchen können, sind jetzt jahrelange Planungen. Ja. Die müssen uns einen Plan machen, was der erste Schritt ist, der logisch ist und der durchsetzbar ist und der Sinn macht. Also den Bericht haben wir ja im Internet veröffentlicht.
Da hat die Bundeswehr auch zugestimmt und die staatlichen Behörden, die da befasst waren, weil die 104 Seiten, die Zusammenfassung des Gesamtberichtes, im Grunde keine Personen zu schützenden Daten beinhalten. Und anders ist es bei den Anlagen. Es ist natürlich erweichend der Wunsch der Bürgerinitiative auch bei uns angekommen, wir möchten die gesamten 1000 Seiten, also 104 plus 900. Aber bei den 900 haben wir jetzt festgestellt, das haben meine Damen sorgfältig rausgesucht, haben wir eben genau die Einzelgrundstücke drauf und die Brunnen. Und da steht bei jedem die Belastung drin, auch flurstücksbezogen. Und wenn das bekannt wird, wer jetzt ein belasteter Grundstück hat und wer nicht, dann ist dem einen sein Grundstück um 200.000 weniger wert, zum jetzigen Zeitpunkt, dem anderen seins nicht. Und wir versuchen jetzt eine Möglichkeit zu finden, dass jemand anrufen kann bei uns oder uns schreiben kann und sagen, komme ich da drin vor? Dann fragen wir ihn nach seiner Flurnummer und nach seinem, ob er einen Brunnen hat und so. Und dann könnten wir es organisieren, dass der nur seine Daten sieht. Und dann wären wir rechtlich auf der sauberen Seite. Tja, dann wurde natürlich die Frage der Entschädigung nochmal und des Schadensausgleichs diskutiert. Also ich habe schon gesagt, dass die zu lang brauchen. Auf die ersten Anträge sind eingegangen bei diesem Bundesamt für Infrastruktur, das für die Bundeswehr das macht. Und nach 3 Monaten haben die geschrieben, vielen Dank, wir haben Ihren Antrag bekommen, wir werden ihn prüfen. Es hängt natürlich auch davon ab, wie die Unterlagen vorgelegt werden, das ist klar. Aber wenn jemand sagt, ich habe diesen Aufwand gehabt, weil ich zum Beispiel meine Bewässerung anders organisieren musste oder habe Untersuchungen gemacht und hat es belegt mit den Rechnungen, dann muss das laufen mit der Entschädigung. Und zwar innerhalb von 14 Tagen. Also da müssen wir einmal jemanden beauftragen und da müssen wir jetzt ein bisschen in Schwung kommen. So, jetzt mache ich an der Stelle einen Strich und gebe den Veranstaltern dann reicht wieder das Wort. Bitte schön. Danke, Herr Wolf. Das Ziel muss sein, dass man die PFC-Belastung unter den Schwellenwert drückt. Auf einen Wert, wo man weiß, sagt, das ist unbedenklich. Wie das geht, zeigt uns die Imkampus, 10 Kilometer von Westenhausen entfernt. Dort sieht man sehr anschaulich, was technisch notwendig ist, was technisch möglich ist und was technisch auch effektiv ist. Und was man da sieht, was dort die Audi macht, was technisch möglich ist, wie man Boden und Wasser vom PFC befreien kann. Ich würde spontan dazu sagen, dass es natürlich dort um eine ganz andere Fläche geht als im Flugplatz. Das sind 70 Hektar und die sehen das als Einmalaktion. Und beim Flugplatz ist es natürlich eine 150-Mal-Aktion. Und wir gehen davon aus, dass wir uns mit ihnen nicht immer einigen. Nicht immer. Aber wir stellen uns hier ansonsten und schreiben nicht lange Briefe an. Also es wird eine schwierige Auseinandersetzung. Wie sieht der Ablauf der Sanierungsplanung und der Sanierung aus und in welcher Zeitschiene erfolgen diese? Wie ich es im Grunde durch einige ablenkende Worte schon gesagt habe, im Grunde gibt es noch keinen Plan und kann man auch nicht sagen, wie es aussieht. Das werden wir jetzt als nächstes mit der Bundeswehr besprechen und ich hoffe, dass wir zumindest in den nächsten Wochen zu einem Konzept kommen, wie wir die nächsten Schritte machen. Aber dazu kann ich heute noch nichts sagen und wir brauchen natürlich auch die Bewertung der Fachstellen, wenn die alle ihren Bericht gelesen und bewertet haben. Haben wir vorher gesagt, Sie erwarten, dass Sie Rückmeldung bis Ende Oktober von den Fachbehörden haben? Ich werde die dringend bitten, bis Ende Oktober ihre Bewertung zu machen. Okay. Und ich bin schon mal, oder ich werde die Bundeswehr damit konfrontieren, werde sagen, wenn wir im Jahr 2018 nur planen, dann ist das zu wenig. Das sage ich ganz klar. Und wenn, und dann schaue ich, was für Angebote kommen. Also danke, wir nehmen Sie da gerne beim Wort, dass in 20, ich verstehe es jetzt so, dass in 2018 Sanierung losgeht. Genau. Ja, lieber Erich, wir müssen anfangen in 2018. Ja, da gebe ich keine Ruhe. Ich muss da widersprechen. Ich glaube, wir dürfen uns da jetzt nicht herstellen und ein Szenario formulieren,
und sagen, es ist uns zu wenig, das mag sein, aber es kann nicht sein, dass wir etwas in Aussicht stellen, wo ich heute schon größte Bedenken habe, dass wir es einhalten können. Aber ich bitte ihn auch mitzunehmen, meine heutige Forderung, und ich werde die auch bei der Bundeswehr wiederholen. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir uns da treffen. Ich möchte, dass es heuer losgeht. Ich wünsche mir von unserem Landratsamt, dass wir in aller Härte, was natürlich irgendwo machbar ist, gegenüber vom Bund und vor allem in der Terminschiene, den ihr sagt, Leute, nicht drei Jahre. Wir müssen wirklich auffordern. Ich glaube jetzt mal nicht, dass da heuer noch was losgeht, aber wenn es einen politischen Weg gibt, kann man mir vorstellen, dass Ende nächsten Jahres was losgeht. Das ist für mich ein realistischer Zeitraum. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich falsch, aber das werde ich mir wünschen. Das ist aber unser aller Wunsch, wenn wir einen Wunschzettel mitgeben dürfen fürs Christkindl für dieses Jahr. Und ich kann dann auch nur noch mal die Worte von Herrn Erb unterstreichen. So weit wie möglich, wenn man hier Themen beschleunigen kann, wenn man sich dann Möglichkeiten findet, dass man nicht einen normalen Ausschreibungsweg gehen muss. Wenn sowas möglich ist, da man sowas beschleunigen kann, dann erwarten wir das. In dem Sinne bedanken wir uns auch von der Bürgerinitiative für alle für das Kommen, sei es bei den politischen Vertretern, aber in erster Linie bei den Bürgern von Westenhausen und Lindach und von den anderen Ortschaften. Herzlichen Dank und kommen Sie gut heim.